So, da sind wir auch schon mitten im Spiel. Können wir ihn beide bewegen? Oh mein Gott, wir können ihn beide mit unseren Controllern bewegen. Bleib mal kurz noch stehen. Okay. So, wir spielen nämlich Captain Toad Treasure Tracker für die Switch. Jan und ich haben damals die Wii U-Version zu Release tatsächlich let's played. Damals gab es halt noch keinen Mehrspielermodus und dann haben wir uns quasi einfach immer abgewechselt in den Leveln. War eigentlich ganz cool, aber ich muss sagen, ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer an den Mumienschanz. Oh Gott. Und den will ich nicht nochmal machen. Also vielleicht kommt ein bisschen was zurück, wenn wir in den Leveln drin sind, aber so spontan kann ich mich echt an nicht mehr so viel erinnern. Captain Toad ist quasi so ein bisschen so ein, ja... Rätselspiel? Rätsel, Puzzle, Schätze suchen, Map drehen und Entdeckungen machen und sich am besten nicht von den Shy Guys treffen lassen Spiel. Oh. Und es ist einfach echt knuffig, finde ich persönlich. Dementsprechend hatte ich da auf jeden Fall Lust drauf, das mal im Stream zu machen, weil es schon so lange her ist. Haben wir den DLC? Ich habe keine Ahnung. Müsste eigentlich. Ich hoffe einfach mal. Ist schon eine Weile her, dass wir es gekauft haben. So was, warum habe ich hier eigentlich den Gyrosensor? Warum? Was, kann man sich ja nachher abschalten. Was tut der? Aber ansonsten, hier mit denen kann ich so ein bisschen drehen. Tatsache, ja. Ich kann mit meinem Controller genau das gleiche machen. Ansonsten, oh, hier kann ich auf Toad zoomen. Hier kann ich rennen. Und hier kann ich... Praise the Sun! Aber okay. Gucken wir einfach mal. Sieh dich mit R um. Das habe ich schon festgestellt. Da ist ein Gang rein, oder? Ich glaube, da ist einfach nur ein Loch in der Wand. Ja. Sonst nichts rechts, links, rechts. Da glitzert doch irgendwas. Wenn du da reingehst. Ah! Sag's doch. Ich muss den rausziehen. Tja. Wie ist denn das mit der Lautstärke für euch? Ist das ganz angenehm im Vergleich zu uns? Das kann man hier eigentlich noch ganz gut einstellen. Ah, wie schlimm, dass man beim beiden Toad einfach steuern kann. Der übelste Troll. Hm. Passt. Wenn es euch zu laut ist später, einfach Bescheid sagen. Nein, Jan, wir bleiben hier. Und tschüss. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ach, guck mal, da oben zwei Spieler. Darf ich schon? Ich glaube, es kommen jetzt erstmal noch die Infos hier. Hast du das einfach zugemacht? Was tust du da, Jan? Der VR-Modus. Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, es wird gerade erstmal noch alles freigeschaltet. Die Spezialepisode ist jetzt verfügbar. Kann ich das Spiel erstmal spielen? Begleite Kapitän Toad und Toadette auf der Suche nach einer wundersamen Krone. Kann ich... Mal kurz reingucken? Was ist das? Einfach nur eine Levelauswahl dann auch? Ich glaube ja. Okay, sind mehr Level dann. Okay, das können wir ja zum Schluss machen. Ja, erstmal die Spezialmissionen machen. Aber zumindest da oben sind beide eingeblendet. Toad und Toadette. Zwei Spieler erkunden gemeinsam die Level oder Spieler 1 steuert die Spielfigur und Spieler 2 hilft. Okay. Dann wenn dann das Abenteuer zu zweit, oder? Jo. Ich habe den schöneren Controller übrigens. Okay. Weil wir haben ja, wie gesagt, damals uns... eigentlich müssen wir tauschen. Leider Gottes. Wir haben uns ja damals immer abgewechselt in den Leveln. Hat auch ganz gut funktioniert, aber ich glaube, zu zweit wird das auf jeden Fall noch mal ein bisschen cooler. Na komm, gib mir deinen Controller. Einfach die Controller eben austauschen. Ach so. Also ummelden. Ja gut, das können wir auch machen gleich. Luftblase und umsehen, aber ich spiele gar nicht mit den Joy-Cons. Drück mal nochmal auf ein, auf Minus. Warum soll ich mal mit den Joy-Cons spielen? Eh. Was? Dann mache ich das eben. Aha.
Also, Pro Controller ist schon ein bisschen schöner. Gib mal was. Jawohl. So, jetzt haben wir's. Gut, also Jan ist Toad und ich bin Toadette. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Das Spiel ist echt charmant gemacht. Das auf jeden Fall. Es war, glaube ich, nicht das schwerste Spiel. Es gab ein paar gemeine Stellen, aber ich glaube, es ging potenziell. Was tust du die ganze Zeit? Oh Gott, da oben, da steht jetzt nur Toad. Hier stehen Toad und Toadette. Kann man das normale Spiel nicht im Zweispieler-Modus spielen? Kann man eventuell nur die Spezialepisoden im Zweispieler-Modus spielen, dass dann beide gleichzeitig spielen? Ho. Das ist schon mies. Ich meine, ich spiele das Spiel sowieso dann nochmal normal durch, ist ja egal. Ja, Toadette wurde auch gerade entführt. Well. Egal. Also spielen wir nur die Spezialepisoden? Nein. Wir spielen das Spiel schon nochmal richtig. Da müssen wir uns halt ein bisschen abwechseln, ist ja auch kein Problem. So, Aufbruch am Rupfpass. Sollte in der normalen Story auch gehen. Einen anderen Toad. Ah! Du bist ja rot. Perfekt, dann können wir alles zu zweit spielen. Also, bevor du jetzt loslatscht. Wir haben es ja, wie gesagt, damals als Let's Play gemacht. Das war, glaube ich, 2014, 15 um den Dreh. Und da haben wir es ja wirklich so gemacht. Ich habe das erste Level gemacht, Jan das zweite, ich bin das dritte und so weiter. Und ja, haben eben immer zusammen geguckt, dass wir eben die Schätze auch ein bisschen besser finden. Also das war auf jeden Fall schon ziemlich cool. Aber ich habe das meiste wirklich vergessen bis heute. Kann man es dir verübeln nach so vielen Jahren? Ich glaube nicht. Und ich bin einfach mal gespannt, wie die aufgehüpfte Switch-Version aussieht und vor allem, wie das Spiel so zu zweit funktioniert. Mhm. Ich glaube, da hat man nämlich noch mal ein paar Möglichkeiten mehr zu trollen. Jan ist der normale Toad und ich bin Lila. Okay. Kamera drehen wird nur witzig. Ja, wenn beide an der Kamera ständig umdrehen. Oh, ich habe die unendliche Money-Pflanze. Oh, es sieht so schön aus. Ah, Flop. Flop. Jan sammelt schon alles ein. Jo. Nimm auch eine Rübe mit. Oder oben ist ein Schallgeil. Kommst du da hin mit der Rübe? Oh. Kannst du da hochklettern? Nee. Bon. Muss man, glaube ich, schon direkt so machen. Ah, perfekt. Moment. Erstmal hier kaputt machen. Mach du mal. Ja, ich hab mal gemacht. Ich glaube, hier hätte man auch noch gut kaputt machen können, aber egal. Ich wollte das Ding da unten erst kaputt machen. Wie weit können wir alles miteinander gehen? Weiß nicht, ich bin hier noch am Gärtnern. Ja, ja. Ich glaube... Hallo, ich sehe nichts mehr. Ich glaube, mit der Kamera alleine wird schon übelster Troll. Oh ja. Und auch alles andere. Wenn der eine mal dreht und du siehst da nichts mehr und dann zack, Abgrund. Aber wir haben eine gemeinsame Lebensleiste, also... Sein don't die on me. Ja, don't die on me. Oh nice. Ist doch bekommen. Wir werden natürlich auch versuchen, in den normalen Leveln die 100% zu schaffen, sprich die ganzen Edelsteine dann auch wirklich zu holen. Mumienschanz, nein. Am Ende. Das hat gut funktioniert. Ja. Aber die Level sind auch nicht so groß. Wenn man da ein bisschen hin und her dreht, sollte es, glaube ich, nicht allzu viel ausmachen. Ich glaube, das wird echt witzig. Ich finde das jetzt schon geil. Und Goldpilz habe ich. Ah, da müssen wir in jedem Level 3 Schätze und einen Goldpilz finden. Alles klar. Ja. Du kannst jetzt mit Pixel Toad Verstecken spielen. Okay. Okay. Was ist das? Ich weiß es nicht. Jetzt ist irgendwo in dem Level ein Pixel Toad. Oh, wollt ihr das auch machen? Weiß nicht, mal gucken, was das ist. Hallo! Pixel Toad hält sich in diesem Level versteckt. Kannst du ihn aufspüren? Gab's das damals auch schon? Keine Ahnung. Wenn du mit horizontal gehaltenem Joy-Con spielst, richte den Zeiger auf ihn. Münzen und Items werden beim Versteckspiel nicht gespeichert. Das sehe ich gerade nicht. Das ist bestimmt irgendwie hinten auf der Seite. Da. Ja, Moment. Kann ich das auch mit meinem Gyrosensor machen? Und was muss ich dann drücken? A? Wahrscheinlich müssen wir einmal da hinten eben. Na gut. Moment. Mal weg.
Hat die irgendwie gemeint, oben drücken oder so? Ich weiß nur nicht was. Und berühre ihn. Womit muss ich ihn berühren? Gab's damals als Amiibo. Schultertaste? Oh, wenn ich mit... Hast du ZR gedrückt einfach? Ja. Okay. Okay. Holy shit, dieses... Wir haben alle Tasten einmal ausprobiert. Kann jemand diesen verdammten Tod zum Schweigen bringen? Geschafft. Das heißt, du musst das Level einmal so machen und danach nochmal rein für den Pixel-Toad. Ah, das macht mir jetzt schon voll viel Spaß. Das Spiel ist voll toll. Das Chaos im Cookie-Wumms-Tempel. Okay. Platsch. Ich brauche hinterher gehst, um das Wasser zu holen. Hier ist noch mehr Geld. Dann sammel du das Geld. Das kann ich am besten. Oh, da ist noch mehr Geld. Okay, jetzt. Moment. Warum hast du hier nicht gegärtnert, Jan? Ich wollte dir überlassen. Kann ich den damit abwerfen? Ja, dann hält er kurz an. Ah, ich wollte aber da gerne durch. Ach, hier bin ich. Jan ist wie immer schon 3 Kilometer vor mir. Naja, das Übliche. Ja. Die Musik ist echt schön. Ich finde auch die ganzen Wassereffekte und so echt hübsch. Wo bist du? Ich habe keine Ahnung, ich laufe einfach irgendwo entlang. Warst du hier schon? Oh ne, ich muss dann weiter. Und tschüss. Ah, I fell down. Ach, da bin ich. Ich habe versucht, einfach blind hier durchzulaufen. Das hat gut funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Erlebe? Oh, da ist noch Geld. Ja. Bin ich hier für die Verdienste zuständig? Ist da noch mehr? In dem Moment gerade ja. Ah, nee, da ist nur. Hallo? Lasst mich hier raus. Oh. Nice. Du bist beim Goldblitz eventuell gelandet. Nee, da waren wir eben schon. Nein, ich bin einfach nur runtergeplumpst. Ist hier vielleicht noch irgendwie was? Oh. Da haben wir den Goldblitz noch gar nicht gefunden, glaube ich. Nee. Aber Huch. Ich bin am Ziel angekommen. Wo war der denn? Jetzt auch nicht runter, da waren wir schon. Vielleicht unter Wasser irgendwo? Also ich bleibe jetzt gerade einfach mal stehen, weil wenn ich sehe nicht, wo ich langlaufen müsste. Ja, ja. Ich gucke mir gerade so die Karte mal ein bisschen genauer an, aber... Hab jetzt spontan nichts gefunden. Also wir sagen, wir beenden und gucken gleich, während wir... Wobei, nee, die Items werden nicht gespeichert, wenn wir Pixel... Nee. ...Ding suchen. Schon das zweite Level und schon am Verzweifeln. Sieht man da unter Wasser vielleicht irgendwas? Nee. Ich glaube, den hattest du schon. Habe ich ihn eingesammelt? Gut. Dann schauen wir einfach mal, ob ich den eingesammelt habe, zufällig. Mal schauen. Der Sonnenuntergang ist echt schön, ja. Generell sieht das Spiel... Oh! Ah! Es ist immer das Gleiche. Ah, so war das. Dann machen wir erstmal noch einmal das schnell und zerstören die Brücke einfach nicht. Okay. Das ist aber cool, dass es immer andere Dinge sind. Also einfach direkt runterfallen. Ja. Gar nicht mehr im Kopf gehabt. Das ist, wie gesagt, schon super lange her. Mhm. Dementsprechend weiß ich vieles auch einfach nicht mehr. Also müssen wir im besten Falle das Level dann dreimal machen. Ja. Aber es macht ja auch echt viel Spaß, finde ich. Ist jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel. Wobei ich glaube, manche Level später sind schon richtig böse. No. Wir waren zu greedy. Ich habe mich auf dich verlassen. Ja, dann bist du aber auch verlassen. Nee, ich glaube, wie gesagt... Als ob! Wie du dich da durchgesneakt hast noch! Was jetzt? Einfach warten? Ja, warten bis du hochgehst. Okay. Ah, hallo. Ja, ich glaube, wie gesagt, manche Level jetzt abgesehen vom Mumienschanz später, dieses Bonus-Ding,
waren halt schon echt nicht so nett. Ich erinnere mich an irgendwelche Speech-Streifen, glaube ich. Aber so ist es echt ganz entspannt. Yay! Wow. Ninja Svenja. Ja, natürlich. So, dann. Ich bin ein Ninja Toad. Kein Ninja Turtle, ein Ninja Toad. Da rein. Na, 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 na. Willst du drehen? Da! Wundern. Müssen wir da hingehen auch mal mit den A-Druck klicken? Oh. Ah, zoomt ja auf die Toads rein. Gucken. Das geht. Ja, okay. Ah, geht doch so. Wir nur einmal sehen und einmal ZR drücken. Also ich kann es auch echt empfehlen. Das Spiel ist jetzt auch gar nicht so unendlich kurz. Man kann da, glaube ich, echt viel Spaß mit haben. So, die türkischen Tippsteine. Musste man die irgendwie drehen? War das nicht irgendwas mit rausziehen? Bewege den Zeiger über Objekte und drücke ZR. Ah. Aha. Stimmt, ein Touchpad haben sie hier ja nicht mehr. Moment. Found something. Money. Aber ich habe keinen Schlüssel. Okay. Ich bin aktuell hier oben. Ja. Ah, hier ist jetzt nichts. Ist ein Schlüssel da zufällig drin? Häufiger ziehen. Ah ja. Dann hier lang. Moment. Einfach den Schlüssel weggeschmissen. Brauche ich nicht mehr. Ich wollte rennen, aber es ging irgendwie mit dem Schlüssel nicht. Kann er rennen? Mit B, glaube ich. Okay. Hier. Ein bisschen. Wo jetzt? Moment. Ich überlasse dir das jetzt mal. Ah, weil ich glaube, wenn wir jetzt beide hier dran rumziehen. Und hierhin. Komm zu mir. Wird das ein bisschen schwierig. Ist da noch was drin? Da unten ist noch einer. Moment. Upp. Oh. So. Aber Gold. Nee, wir wissen ja gar nicht, ob es ein Goldpilz ist. Hier. Der Betrayal. Schon wieder. Der Counter-Betrayal. So. Aber den Stern geklaut. Ja, der Counter-Counter-Betrayal. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht es heißt, bewegt die Plattform nur, keine Ahnung, fünfmal oder dreimal nur. Ha. Oh. Okay. Ich denke, mit dem Gamepad ist wahrscheinlich vieles angenehmer gewesen, aber sie mussten sich ja irgendwie helfen, weil sie ja so ziemlich alles von der Wii U... So, dreimal, ne? Ja. Haben wir gesagt. ...auf die Switch geportet haben. Moment, dann einmal hier hin, glaube ich. Eins. Zwei. Drei. Okay. Ich weiß nicht, ob man da wirklich so durch sollte. Es sah also ein bisschen durchgecheased aus, aber okay. Ja, das war Cheaten. Wirklich? So wollte man da nicht durch? Ups. Gecheased. Ja, die Sache ist, ich habe immer scherzeshalber gemeint, nein, sie haben nicht alles von der Wii U auf die Switch geportet, weil Toki Mirage immer fehlte und ich mir sicher war, dass sie sowas Nischiges nicht porten werden. Und dann haben sie es doch getan. Dementsprechend kann ich, glaube ich, heutzutage guten Gewissens sagen, ja, sie haben so ziemlich alles da nochmal auf die Switch geportet, was ja auch schlau ist, ne? Weil die Wii U war ja eher so ein bisschen... Von den... Ne? Ein Sonderfall, sagen wir mal so. Deswegen musste ich natürlich bei Captain Toad auch so ein bisschen helfen, weil eben kein Touch mehr vorhanden ist. Aber ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut gelöst. So, das Steinpilzplateau. Jawohl! Das ist ein Spiel, was ich kenne. Dann kannst du uns die richtig guten Tipps geben. Ah! Evil Vogel. Der Evil Vogel. Okay. Ah, so muss ich, oder? Ah, er hat uns gebaitet. Da muss ich durch. Okay. Okay. Ready? Fahr hoch. Da ist nichts. Ich dachte, vielleicht sehe ich da irgendwie noch was. Moment. Oh, Moment. Oh. Eventuell. Ich nehme das Geld in der Zeit mit. Nimm das Geld mit. Da komme ich über das andere Ding rein. Okay. Wirf die Chai Guys ab. Okay. Uff.
den anderen. Okay. Nehmen wir auch noch mal eine Rübe mit. Kann ich die auch abwerfen? Wie? Ja. Gut getroffen. Dann nehme ich die auch noch mit. Ah, da. Puff. Moment. Na, ich kann mit der Rübe leider nicht mit. Oh, fährst einen höher als ich. Moment. So. Aha. So, dann kannst du schon mal auf das rechte Ding hoch. Ja. Dann kannst du nämlich schon mal gleich zum Ziel hoch. Aber wir wollen auch noch gucken, was da links ist. Dann gehe ich jetzt hin. Okay. Komm mal runter, gedüst. Puff. Oh. So, oh, irgendwo war hier noch was auf jeden Fall. Also noch nicht ins Ziel gehen. Dann parke ich mich hier oben vom Ziel. Ja. Und zwar, da unten kann ich noch rein. Sehe ich nicht cute aus. Wie komme ich da jetzt? Eigentlich bin ich so ein kleiner Giftpilz. Ja, schon, ne? Klein und giftig. Nächstes Jahr wird heftig. Tokyo Mirage, gut, ist für die meisten wahrscheinlich nicht so interessant, aber in unserer Community zumindest für einige. Persona 5 Royal und Scramble und Final Fantasy 7 Remake. Und Kai, Animal Crossing. Das kommt ja auch noch. Wie komme ich da dran? Ich vergesse das immer. Ja, es ist das gleiche wie, dass ich immer vergesse, dass Kingdom Hearts 3 dieses Jahr rauskam. Ja, aber ich... Gut, wie gesagt, der Tokyo Mirage Port freut mich persönlich sehr und ich weiß, dass einige Leute aus der Community das auch spielen möchten, weil sie halt keine Wii U hatten. Idee. Deswegen finde ich das echt schön, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist für die meisten nicht ganz so relevant. Persona 5 so, Royal. Meine Güte. Und Scramble. Jetzt kannst du ins Ziel. Ich sitze da oben so gut. Ich glaube, Persona 5 ist nicht mehr ganz so nischig, deswegen ist das auf jeden Fall auch noch ein großer Titel. Aber Animal Crossing und Final Fantasy 7. Eskalation. Ach, guck mal. Alle Gegner besiegt. Oh, sehr schön. Und alle jetzt auch schon so im Pre-Pokémon-Hype und wir so, ne, wir spielen Captain Toad. Es ist auch ein echt schönes Spiel. Ach, Cyberpunk kommt auch nächstes Jahr. Ja gut, das ist halt so gar nicht meins, deswegen habe ich es gar nicht so auf dem Schirm. Zuerst mal hier stehen bleiben und gucken, ob wir ihn so sehen. Wahrscheinlich ist hier irgendwie diesen Schiebedingern drin. Nicht? 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 Dreh mal so, dass wir hier reingucken können, in die Dinger da. Pilz eventuell da oben? Auch nicht. Das ist vermutlich gleich das typische Stream-Syndrom. Jeder hat ihn schon gesehen, nur wir nicht. Ah, ich hab ihn gefunden. Echt? Hinter dem Money? Hinter dem Money. Money! Dann einmal schnell hin. Dadurch? Okay, da ist mein Ding. Hab ihn! Das ist ein bisschen mieser versteckt, ja. Aber finde ich auch eigentlich gut, dass man nicht in jedem Level einfach nur stehen bleiben kann und suchen kann, sondern auch wirklich mal ein bisschen latschen muss. So, die wilde Jagd zur Glutspitze. Im Doppelkirschen im Palastgarten. Also das nächste Kapitel quasi. Die Pixel-Toad-Suche, wie wir gerade schon gelesen hatten, war wohl Amiibo. Exklusiv. Ach Gott, wir können uns jetzt verdoppeln, war das nicht so? Geh mal drauf. Du wolltest schon immer zwei von meiner Sorte haben, oder? Holy shit. Moment, da ist Geld. Ja. Ja gut, das ist jetzt zu zweit natürlich ein bisschen gecheased. Oh, irgendwas läuft da weg. Wahrscheinlich musst du am Ende mit so und so viel Dingens ankommen. Ich hab mich verloren. Ich kann mir gut vorstellen, dass du am Ende so und so viele von den Toads haben musst. Achso, Moment. Ich muss hier noch ein bisschen ernten gerade. Mhm. Falls da noch was Interessantes ist. Ich nehme mal die Rübe mal mit. Ja, gut, ich habe meine halt zuerst rausgezogen. Moment.
Huch. Ah, da bin ich. Flup. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, da stand er jetzt gerade ziemlich ungünstig. Ja, gut, wie gesagt, zu zweit ist das schon nochmal so, was anderes. Moment. Hier ist. Ah, Nummer 2. Es ist vielleicht im Einzelspieler ein bisschen witziger, das Level. Ist auch nichts weiter, dann zack. Ah, Moment, was ist denn hier bei mir noch? Moment, ich kann hier einfach runterfallen. Den kannst du rausziehen. Oh, Moment, ist auf meiner Seite. Ah. Okay. Moment, ich bin an der Säule hängen geblieben. Flatsch. Platt gemacht. So. Zack. Und da lang. Moment, hier. Ja, ist nicht Zeit. Dann. Haben wir es, glaube ich, auch. Ja. Und du brauchst hier wirklich 2 Stück. Tüttelip. Tüttelip. Ja, es ist halt echt, man merkt halt, dass sie natürlich den Zweispieler-Modus erst hinterher noch reingepackt haben und dafür nicht ganze Level umbauen wollten. Aber sie funktionieren trotzdem ganz gut. Jo. So, was mussten wir hier machen? 70 Münzen. Hey! Da fehlten noch 10. Okay. Ein kleiner Tipp. Du kannst rein und raus zoomen. Okay,